Welche Folgen hat Putins Krieg für deutsche Rentner? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Seit dem 24.02.2022 läuft der Ukraine-Krieg und es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen hat dieser Krieg auf unsere Rentnerinnen und Rentner? Und wir sehen grundsätzlich zwei Probleme. Erstens sehen wir das Problem für die, die als direkt betroffen sein können, für die Auslandsrentnerinnen und Auslandsrentner, die in der Ukraine und in Russland leben und die deutsche Renten ausgezahlt bekommen. Nach Schätzung der deutschen Rentenversicherung gibt es rund 1000 Rentenempfänger, die in Russland und ca. 260 Rentenempfänger, die in der Ukraine leben. Im Grundsatz ist es so, dass die Renten aus Deutschland ins Ausland über den Postrentenservice überwiesen werden. Also nicht direkt von der deutschen Rentenversicherung, sondern über die Deutsche Post auf Anweisung der deutschen Rentenversicherung. Und der Geldempfang der deutschen Rente dürfte mit der Märzzahlung für den Monat März aus unserer Sicht für die russischen Geldempfänger, also für Deutsche, die in Russland leben, oder vielleicht auch für russische Staatsbürger, die deutsche Rentenansprüche haben, massiv in Gefahr sein. Viele russische Banken sind aus dem SWIFT-System ausgeschlossen. Die Rentnerinnen und Rentner, die deutsche Renten mit dem Wohnsitz in Russland haben oder empfangen haben, müssen sich jetzt um andere Bankverbindungen kümmern, damit sie pünktlich ihre Renten bekommen. Sie müssen sich an sich keine Sorgen machen, die Rente ist nicht weg, nur weil sie jetzt in Russland leben, sondern die Rentenzahlungen kommen möglicherweise da nicht mehr an. Bei den ukrainischen Banken, also für die Leute, die in der Ukraine leben, dürfte es, solange nicht die Ukraine vom russischen Staat irgendwie kontrolliert wird, es keine Probleme geben. Diese Banken sind im SWIFT-System drin. Da gibt es ein anderes Problem. Wir haben in der Ukraine keine konsularischen Vertretungen mehr, die jetzt aktuell zurzeit funktionieren. Und wir haben das Problem, dass sich eigentlich jeder Rentenempfänger, der im Ausland lebt, jedes Jahr mit einer sogenannten Lebendmeldung irgendwie bei der Rentenversicherung melden muss und muss sagen, ich lebe, gebt mir meine Rente. Ansonsten sagt die Rentenversicherung, solange wie du mir den Nachweis nicht bringst, dass du lebst, kriegst du die Rente nicht gezahlt. Und das läuft normalerweise so, dass ich als Rentenempfänger, ob ich nun Deutscher bin, der in der Ukraine lebt, oder vielleicht ein Ukrainer mit deutschen Rentenansprüchen, dann gehe ich zum Konsulat, zeige meinen Pass, die Lebendmeldung wird ausgefüllt, Stempel drauf und dann geht die ganze Sache an die deutsche Rentenversicherung. Und das funktioniert aber jetzt nicht mehr in der Ukraine. Ob die deutsche Rentenversicherung so eine ähnliche Regelung bringt wie im Jahr 2021, dass Corona-bedingt auf diesen konsularischen Nachweis verzichtet wird und man einfach nur die Lebendmeldung dann der deutschen Rentenversicherung via Internet hinschickt, das weiß ich nicht. Da bin ich überhaupt völlig überfragt. Ich habe dazu auch nichts gefunden auf den Internetseiten der deutschen Rentenversicherung, wie das jetzt gehandhabt wird. Es ist ja auch alles sehr, sehr frisch und jung. In Russland dürfte es aktuell noch keine Probleme wegen der Lebendmeldung geben, weil dort haben wir einen konsularischen Dienst, also einen deutschen konsularischen Dienst, der wohl noch aktiv ist. Wie es aber in der Zukunft aussieht, wir reden also dann von März, April, Mai diesen Jahres 2022, das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Und dann haben wir das nächste große Problem, was die Rentenempfänger im Inland betrifft. Wir sehen seit dem 24.02.2022 jeden Tag eins, die Preise für Strom, Gas, Benzin, Diesel, Heizöl und Lebensmittel kennen nur noch eine Richtung nach oben. Im Jahr 2021 bekamen die westdeutschen Rentnerinnen und Rentner keine Rentenerhöhung. Bei den ostdeutschen Rentenempfängern lag die Rentenerhöhung bei 0,72%. Laut dem Wiesbadener Statistikamt betrug die Inflation im Jahr 2021 3,1%, preisbereinigt. Das heißt also, alle Rentenempfänger in Deutschland haben wirtschaftlich gesehen einen Verlust gehabt. Sie haben keine Rentenerhöhung gehabt, sie haben sogar eine Verringerung ihrer Kaufkraft aus der bestehenden Rente gehabt. Das war natürlich ein schwerer Schlag für alle Rentenempfänger, gar keine Frage. Und vor allen Dingen für diejenigen, die kleine Renten erhalten haben. Und im Jahr 2022 sieht die Prognose nicht wirklich gut aus, nämlich gar nicht.
Allein im Januar 2022 lag die Inflation preisbereinigt bei 4,9% und im Februar diesen Jahres bei 5,1%. Dass es im März und im April nicht besser aussehen wird, dürfte jedem klar sein. Daher steht zu befürchten, dass die mögliche Rentenanpassung zum 1.7.2022, selbst wenn diese im Bereich von 5 oder 6% liegen sollte, durch den Kaufkraftverlust, der jetzt aktuell eingetreten ist oder da ist, im wahrsten Sinne des Wortes aufgefressen wird. Also man hat von dieser Rentenerhöhung wirtschaftlich gesehen dann eigentlich nichts. Wir sagen, Millionen von deutschen Rentnerinnen und Rentnern werden die Auswirkungen des Ukraine-Krieges deutlich zu spüren bekommen. Man spürt es jetzt schon. Denn sie werden aller Voraussicht nach von der Rentenerhöhung wirtschaftlich gesehen nichts haben. Gemessen am Leid und im Elend in der Ukraine, sicher nicht vergleichbar mit der Situation in Deutschland. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.